Flora. Wenn man vor 20 jemanden kennengelernt hat, der Ausstrahlung hatte, der cool war und der sein Ding machte, dann sagte man, Respekt, Kollege, du hast echt was drauf. Inzwischen gibt es jetzt WhatsApp und Twitter und die Nachrichten werden immer kürzer. Und dann schickt man ein Emoji von einem Fels, klare Message, du rockst. Den Typen, den ich euch jetzt vorstelle, der rockt auf jeden Fall, Tom Wels. Da drüben sitzt du, du bist echt so ein krasser Typ. Volle Energie, volle Leidenschaft. 24/7, 4 weeks a month. Und ich weiß ja, dass du als kleiner Stöpsel auch schon ein Energiebündel warst. Aber dann mit 8, dann wurde dir dein linkes Bein amputiert und alle, die jetzt denken, oh, das wird jetzt wieder so traurig und so, die kann ich schon mal beruhigen. So ist es nämlich nicht, denn der 8-jährige Tom, der hat nämlich diese Herausforderungen angenommen, um sich und der Welt zu beweisen, auf einem Bein geht einiges. Denn auf eine Prothese hast du von Anfang an verzichtet. Du schwörst auf deine Krücken, die dich überall begleiten, zum Beispiel auf den höchsten Berg Afrikas. Mit den Beinen deiner sportlichen Extremfluenz ist ein Applaus wert. Mit den Bildern deiner sportlichen Extremtouren hast du erstmal nur Freude und Familie beeindruckt. Inzwischen begeisterst du mit deinen Erlebnissen die ganze Welt. Du möchtest immer noch weiter, mehr sehen, mehr entdecken, mehr erfahren. Aber es ist keine Flucht, sondern es ist eher ein ständiges Ankommen. Tom nimmt an Hindersläufen teil wie Strong Viking. Er sammelt nebenbei Spenden für krebskranke Kinder, reist, mietet, hält Vorträge und er will Mut machen und Freude verbreiten. Oft genug hat er gehört, das schaffe er nicht, das wird nicht klappen. Doch Tom Wels steht fest wie ein Fels in der Brandung. Er ist der Beweis, was alles geht, wenn man nur will. Er ist ein Explorer. Busi Dume heißt übrigens der Dokumentarfilm über Tom letztjähriges Abenteuer, aus dem wir gleich noch ein paar Bilder sehen werden. Busi Dume bedeutet auf Deutsch so viel schnelle Ziege. Das ist der Spitzname, den dir, Tom, die afrikanischen Bergführer gegeben haben. Den gleichen habe ich ja auch, nur ohne Adjektiv übrigens. Dumme Ziege gibt es auch noch, ja, aber gut. Darum beneide ich dich, denn ich hatte früher denselben Spitznamen. Und auch wenn ich jetzt folgenden Videoclip schon kurz und klein gespoilert habe, ist kein Ding, es lohnt sich auf jeden Fall, ihn noch 3 oder 4 Mal zu sehen. Bitteschön. Ich möchte einfach nur nicht die Tür aufgehalten bekommen. Ich möchte keine Sonderbehandlung oder sonst irgend sowas. Das ist das Goal, das ist das Ziel, wo man hin möchte. Einfach mein Ding durchziehen, so wie ich bin. Herzlich willkommen zum heutigen Vlog hier aus Faro, Nevada, Changua, Musa Limbonga. Ich war 8 Jahre, bin einer von den Besten im Sport gewesen. Und irgendwann hat das einfach alles nachgelassen, weil ich Schmerzen oberhalb vom Knie hatte. Und dann wurde das Ganze geröntgt. Da hat man dann gesehen, dass es da ein dunkler Fleck war, der da eigentlich nicht hingehört. Mit 8 Jahren Knochenkrebs und dann immer und immer wieder in irgendeine Schublade gesteckt, wo ich meiner Meinung nach nicht hingehöre. Und das staut sich und alles, was sich staut, geht halt in die Höhe. Und der Kilimanjaro war symbolisch. Ja, da hat es mich dann letztendlich hingetrieben. Ich war noch nie höher als 1000 Meter. Ich habe die Krücken noch nie wirklich so belastet. Ich habe meinen Körper noch nie so belastet. Ich habe keine Angst, aber ich habe auf jeden Fall ziemlich großen Respekt. Leben ist dazu da, um gelebt zu werden. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Bitte setzt euch. Dankeschön. Hey, Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank.
an jeden Einzelnen. Danke, danke, danke. Also da ist man nicht drauf vorbereitet. ich habe es eben schon im Film gesagt. 24 Jahre wurde ich auf etwas reduziert, was meiner Meinung nach hätte nebensächlich sein müssen. 24 Jahre waren da Menschen, die gesagt haben, hey Tom, das schaffst du nicht. Und ja, vielleicht hatten sie auch recht. Der Punkt ist, dass ich genau wegen diesen Menschen das alles erreicht habe. Natürlich sind es die Menschen gewesen, die auch bei mir gestanden haben, die alles für mich gemacht haben, so wie meine Eltern, so wie später hinaus meine Freunde. Aber es waren genauso die Menschen, die mir die Steine in den Weg gelegt haben. Ich bin da hochgegangen, weil Leute mich kritisiert haben, weil Leute mich in eine Schublade gesteckt haben, wo ich nicht hingehöre. Naja, und dann war da dieser Kilimanjaro, ohne den ich nicht, ohne meine Schweizer Freunde von Mammut, ohne Fisherman's Friend, ohne den Strong Viking, ohne Steven Gätchen, der mir damals schon im Tigerentenclub Mut gemacht hat, ohne dass er es weiß. ohne Menschen wie Claudio von Planta, Alexander Hick, Alexander Lienert, Nils Heck, ohne Klaus Siegler, mein Arzt, mit dem ich da hochgegangen bin, ohne den ich jetzt hier nicht stehen würde, der mir das Leben gerettet hat. Ohne die Menschen wäre ich da letztendlich nicht hochgegangen. Und ich wollte es beweisen. Ich wollte beweisen, dass eine körperliche Beeinträchtigung keine Behinderung sein muss. Und ich wollte beweisen, dass meine Behinderung, und damit meine ich wirklich nur meine Behinderung, weil ich niemandem zu nahe treten möchte, keine Entschuldigung ist. Naja, und mein Ziel war es eigentlich, da hochzugehen und allen, irgendwie, die an mir kritisiert haben, den Stinkefinger zu zeigen. Ich glaube, das habe ich irgendwie ein bisschen gemacht und ich meine es wirklich nicht böse, aber da ist er. Vielen, vielen Dank. Wie fühlt sich das an? Jetzt gerade, ich meine, du bist nominiert gewesen, das ist ja schon mal richtig fett, aber dann den Award zu gewinnen, wie fühlt sich das für dich an, ganz ehrlich? Das ist so unwirklich, weil ich bin doch nichts Besonderes. Also ich habe jahrelang probiert, irgendwie aus dieser Schiene rauszukommen, und aber jetzt sehe ich das irgendwie alles so als Möglichkeit, dass ich einfach so ein bisschen Leute daran erinnern kann, ein bisschen wachrütteln kann, sodass das Leben dazu da ist, um gelebt zu werden. Und deshalb, also ich, der ist nicht für mich, ich glaube, der ist einfach nur so, also dieser Award ist irgendwie so ein bisschen für alle, weil ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Kilimanjaro, Tag für Tag.